Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das fragen sich ganz viele Leute. Sie stehen vor dem Spiegel und sehen Sachen, sehen sich und sind nicht zufrieden mit dem, nicht mit dem. Und warum? Weil wir in einer Welt sind, wo die Medien, die Umgebung uns eigentlich sagt, wie wir sein sollen. Was ist, wenn du diesem Idealbild nicht entsprichst? Wenn du nicht so dünn bist, nicht so schlank oder nicht so sportlich, bist du dann wertlos? Ich glaube, wir müssen anfangen, uns zu überlegen oder die Wahrheit uns zu sagen, was denkt Gott über dich? Weil in der Bibel steht, im Psalm 139, Vers 14, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ich liebe selber, etwas kreativ zu gestalten. Und wenn ich dann so ein Holzstück, so aus dem alten Holz etwas gemacht habe, dann kann ich das anschauen und denken, wow, das ist einfach cool, ich habe Freude an dem. Und genau so ist Gott. Gott ist Schöpfer von allem, von unseren Pflanzen, von unserer Welt, von der Erde, aber auch von dir. Und er schaut dich an und sagt, wow, du bist einzigartig, du bist so gut gemacht. Ah, das ist mir jetzt einfach gelungen. Leider ist es eben so, dass mir unsere eigene Wahrnehmung oftmals einfach nicht der Wahrheit entspricht. Mir ist etwas extrem wichtig geworden. Und zwar haben wir bei einem Seminar oder in der Kirche so ein Tools angeschaut. Da geht es um ein Dreieck. Ganz oben ist Gott und dann bin ich Tochter und dann Gehorsam. Gott sagt nicht, lass jetzt mal, jetzt gang du arbeiten, jetzt tust du etwas Gutes leisten und dann kannst du wieder kommen, weil dann habe ich dich fest lieb. Gott sagt, weißt du was, ich liebe dich, weil ich habe dich gemacht und du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Das ist das, was deine Identität ist. Das ist das Sein. Das ist das, was du bist. Du bist Tochter, du bist Sohn vom Schöpfer, von Gott, vom Papa im Himmel. Und aus diesem Wissen heraus, aus dieser Identität heraus, dürfen wir und sollen wir gehorsam sein. Aber das ist ganz eine andere Ausgangslage, weil Gott sagt, hey, gerade so wie du bist, egal was du schon gemacht hast, du bist mein Kind.